Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Base Gone. Wir machen die Busa-Mission. Oh, ein Lager, ja? Hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Der möchte, dass wir hier was aufräumen. Juhu, ein Pilz. Sorry, das ist hier schon Running Gag geworden. Das geht bestimmt schnell hoch. Gott verdammt, ist das hier euer Scheißhaus? Großer Gott. Oh, verdammte Freaks. Was zum Teufel macht ihr hier drin? Das ist die reinste Todesfalle. Okay. Feuer frei. Ganz schön kalt draußen, ha? Da heize ich euch ein bisschen ein. Okay, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Also nicht im Nest. Oh, jetzt. Echt jetzt? Hat einen Arsch. Okay, ein Nest weniger. Wie viele sind's noch? Oh nein. Das wird euch aufwärmen. Viele sind denn hier? So, Moment, da ist der Eingang, ne? Wir brauchen hier ein Sägewerk. Ah, so reparieren wir das auch gleichzeitig. Das ist ja nicht verkehrt. Kommt schon, Leute. Oh. Habe ich nicht letztes Mal noch gefragt, ob wir eigentlich auch brennen? Wieder hoch. Er geht einfach nicht da hoch.
Das waren alle hier drin. Ach so, dann können wir da ja auch mal hochgehen, ob man da jetzt langlaufen kann. Ja. Oh, wow. Bin ich jetzt fertig mit Busas Aufgabe? Nee, ne? Oder? Feuerwerk! Hi, es lebt. Gut. War das jetzt Busas Aufgabe? Zerstör diese Nester. Ah, noch mehr von euch. Yep. Wie gefällt euch das, hä? Na los, ihr Scheißkerle, kommt schon! Ach komm. Sag mal. Dort war jetzt aber auch hier kurz vor knapp, ne? Ich habe nämlich nichts mehr.
Sehr gut. Jede Menge Zeug. Muss ein Nest sein. Oh ja, ein Nest. Okay, ihr schlaft einfach schön weiter, ja? Beachtet mich gar nicht. Na gut, Jungs und Mädels, dann mal los. War das Letzte? Na, endlich. Usa, es ist erledigt. Die Nester sind zerstört. Ab jetzt sollten weniger Freaks auf dem Berg sein. Hey, Dick. Wie war's? Gab's da viele von denen? Naja, es lief ganz gut. Deshalb wollte ich sie erledigen, solange es dunkel ist. Ein paar waren trotzdem verdammt stark. Ja, die Kälte macht sie stärker. Das wusstest du. Ja, Boozer, das wusste ich. Okay, auf jeden Fall. Danke, dass du es gemacht hast, Dick. Du hast hier draußen wohl doch ein paar Sachen gelernt. Hau dich aufs Ohr, Boozer. Dicken Ende. Ich vergesse mittlerweile, dass ich ja gar keine Geräusche mehr mache, solange ich einfach nur geduckt gehe. Waren wir hier nicht eigentlich schon? Ist hier einer mit dem Auto gestanden? Von hier habe ich mich rangepirscht? Was ist einfach nur dieselbe Art von Haus? So, nehme ich jetzt nochmal Muni mit.
schauen einfach mal, was die Missionen jetzt sagen. Das Ende der Welt. Warum kann ich hier nicht so eine Klippe? Nein, ich soll nur einfach nicht. Ups. Oh, das ist übrigens gut, dass ich da jetzt nicht runter konnte. Da drüben komme ich, glaube ich, nicht weiter. Dann reparieren wir das mal eben, was ich hier gerade verbockt habe. Mal sehen. Das sollte klappen. Oh mein Gott, ich halte nicht für jeden Pilz und jede Pflanze an. Ich glaube, ich werde krank. Warum muss ich denn da so verwinkelt hier lang fahren? Eine Hinweistafel. Egal. Gehen jetzt mal straight irgendwo hin, weil ich das ja so gut kann. Das machen wir jetzt aber einmal schnell. Ja, gutes Timing.
positioniere mich mal in Richtung Wegfahren. Wenn ich den Truck aus... Ja, so geht's. Ich nehme jetzt erstmal die Seite hier so komplett mit. Tür ist wahrscheinlich zu, ne? Hier eigentlich auch irgendwo rein. Jo. Okay, er ist durch den Baumstamm, er ist wieder hinterm Baumstamm. Okay, hier werden wir lange kommen, alles klar. Ich wollte einfach wissen, ob da noch irgendwo so ein Weg ist. Schnell da hoch. Und ob das wirklich alle Lautsprecher waren oder mir wieder ein blöder Fehler passiert, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.